Machen wir das im Innenbereich? Machen wir es doppelt? Machen wir es wirklich doppelt? Ich muss jetzt gerade mal architektonisch hier überlegen. Architektonisch gesehen gehen wir hier dann längs, hier dann rum. Ne? Zweier Breite. Gut, hier müsste der eine sogar wieder weg. Da müsste man wahrscheinlich aus optischen Gründen dann die Schrägen nehmen. Die wir jetzt auch wieder weggepackt haben. Oh, da haben wir sogar noch genügend von gerade. Weil dann geht das noch zum Durchlaufen so. Ist ein bisschen enger, aber es geht. Aber hier frage ich mich nur, weil wir müssen ja hier nachher noch einen Durchgang haben. Also geschützt muss der Gangbereich sein auf jeden Fall. Nee, wir machen wirklich hier draußen. Nee, wir machen wirklich hier draußen, weil hier kommt eine Torbogen ja rein, damit man da ja rein kann. Das ist gut, das ist in Ordnung. Guck mal, hier geht's denn wahrscheinlich bis da. Warte mal, zwei haben wir gesagt, ne? Eins, zwei, da. Hier sind auch wieder so eine Kurve drin, glaube ich. Ja, nee, das nicht. So, dann haben wir hier auch wieder zwei, ja. Warte mal, wir müssen mal eben kurz hier. Ich muss mir einmal hier so längs ziehen, damit wir das schon mal haben. Ich hätte sie auch noch nennen können. Burg Pompös. Das ist natürlich auch gegangen. Die Burg Pompös, darf ich vorstellen. Habe ich noch einen Stack? Lach. Das war ja so klar, dass wir jetzt... Gut, dann können wir den Rest auch noch verarbeiten. Hä? Meißel. Meißel. Danke. Ja. So, ach, das können wir noch nicht machen. Wir müssen es so machen, so machen, so machen. So, und jetzt machen wir hier. Ja, geht doch, ne? Guck mal, wenn man jetzt hier so längs läuft. So, das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung so. Cool wäre natürlich da Lampen ranzubekommen, aber es geht leider nicht. Aber damit können wir leben. So, wollen wir jetzt hier schon mal... Komm, wir ziehen hier schon mal die Mauer bis hinten längs. Wir machen das wieder anders. So geht's schneller. Also ein Stack wollte ich gleich gerne noch überbehalten. Damit ich drüben nochmal den Grundriss ein bisschen machen kann. Aber das müsste die richtige Höhe sein. So. Ne? Weil hier muss ich auch noch gucken gleich. Da müssen auch noch die Ecken rein eigentlich. Weil hier bis dahin muss auf jeden Fall. Ich würde vorschlagen den Zweierdurchgang. Der gehört dann nicht mehr hin. Da gehört dann einer hin, glaube ich. Ja, genau. Und weil wir sowieso schon hier dabei sind, machen wir mal so. Machen wir so. Machen wir es nachher nicht. Machen wir sie mal nachholen. So, perfekt. So, supi. Supidubi. Wie viel haben wir noch? Okay, dann haben wir noch einen Stack. Gut, dann machen wir jetzt erstmal hier nochmal fertig. Sowas kennen wir ja schon, ne?
ist für uns ja nichts Neues mehr. Ja, hammergeil. Ich weiß, ich krieg nachher auch wieder Stein wieder, weil wir noch die ganzen Fensteraussparungen, wie auch immer es wir hier nennen wollen, machen. Weiß gar nicht, soll ich jetzt noch mal höher springen? Eigentlich ist das Quatsch. Eigentlich ist das Quatsch, weil wir müssen auch irgendwie wieder da reinkommen. Das heißt, wir machen jetzt erstmal hier so lange, wie wir noch können, weil wir haben ja sowieso keinen Stein mehr. So, aber jetzt, gut, habe ich da noch Stein drin? Einen habe ich da drin. Einen können wir noch mal machen. Aber sonst ist der Rest alles Erde. Und da ist auch nichts drin. Und da ist auch nichts drin. Okay, dann können wir den einen jedenfalls noch machen. Den packen wir wieder weg erstmal. Den packen wir mal dahin. Machen wir den. Dann verarbeiten wir den halt noch, ne? Was ist das? Da kann man nichts draus machen. Da kann man auch nichts draus machen. Okay. Ach, erzähl nichts. Na cool. Können wir die Seite sogar noch zu? Hm, so aber nicht. Ja, nice. Dann ziehe ich erst einmal die Grundmauer hier hinten längs mit euch. Also was ist die Grundmauer? Ist auch wieder verkehrt ausgedrückt. Einmal hier nochmal. So. Nein, so nicht. Ja, weil sie mich gerade so hinhaut. So. Dann haben wir da drüben auf jeden Fall schon mal das zum Rausgehen. Ne, das Äußere. Ja. Wer seid ihr? Ihr wollt passieren? Habt ihr einen Passierschein A3510? Habt ihr nicht? Ja, dann müsst ihr nochmal zurückgehen zur Verwaltung. Die geben euch einen blauen Zettel. Mit so einem blauen Zettel müsst ihr dann hingehen zum Verwaltungsgebäude C und da kriegt ihr einen gelben Zettel. Und dann erklären sie euch den Rest. Ja? Ja? Okay, super. Tschö. Viele kennen das vielleicht so eine Art. Die wüssten wahrscheinlich, aus welchem Zeichentrickfilm das gemeint war. Ich denke mal, da werde ich auch noch Druckplatten hinmachen, ne? Damit die automatisch auf und zu gehen. Guck mal, wie das sich jetzt schon wieder geändert hat. Von der Optik her. Auch die Schrägen erkennt man da oben ganz, ganz leicht heraus. Die Zinnen sind jetzt nicht mehr so extrem zu erkennen. Okay, gut. Das ist aber nicht ganz so wild, weil man ein bisschen näher rangeht. Dann sieht man schon, oh, okay, ja, da sind Zinnen. Ja, ja, ich verstehe. Ne? Cool. Gefällt mir echt. Auch mit dem Tor, das ist nicht so dezent auffällig, aber es ist halt durch Eisen verstärkt. So muss das sein. So. Wir sind schon wieder ein bisschen hungrig. Du sollst hier nicht auf die Steinstufen hauen, Mensch. Gleich wohin das jetzt ging hier. In die Richtung? Ne, die markieren wir noch nicht. Die markieren wir. Wir markieren die mal. Festung. Hat mir die einen Morgengrau? Ich bin auch mal Morgengrau genannt, ne? Ich hoffe, ich vertue mich da nicht. So, irgendwie sollte das doch hier in die Richtung sein, ne? Ja, fast. Ah, guck mal, wir haben auch noch ein kleines Wasserlöschle. Mäh. Ja, da vorne, das sieht gut aus. Hallo? Ah, da. Ey. Ich will hier nicht planschen. Dankeschön. Ist das auch geschisselt? Oh. Oh, das war knapp. Das war verdammt knapp. Bin ich fast ohne mich losgefahren. Hey, sagt es doch immer. Bitte alle einsteigen. Wir fahren sofort los. Heißt es doch eigentlich immer, oder? Verrückt, ey. Echt. Sowas von. Aber nein, in dem Fall fährt es einfach los. Was war das denn?
Ach, die sehen jetzt alle anders aus. Gucke mal an. Hellgrüner Stein. Oh, wie sieht denn hellgrüner Stein jetzt aus? Okay. Ja, nice. Oh, und Granit. Granit hat auch eine richtig interessante Sache. Alter Falter. Andesit, Marmor. Ich muss jetzt erstmal dran gewöhnen, wie Marmor aussieht überhaupt. Diorit. Nice. Das ist Kies. Bäh. Ist das Marmor? Ne, das ist Diorit. Wo ist der Marmor hier? Das ist hellgrüner Stein. Das kennen wir schon. Schluffstein. Hellgrün, hellgrün. Ja, wo ist er denn? Hat mich noch Marmor hier auf dem Weg. Gar nicht. Oh, da. Das ist Marmor. Ah. Okay. Ich weiß gar nicht. Kreide, war das auch vom Schüssel? Nee, das war nicht Schüssel. Nee. Glaube ich. Warte. Was? Marmor. Boah. Wir werden irgendwie... Kommen wir gerade vor schneller. Das ist aber nur, weil wir zur Seite geguckt haben. Du musst schon die Bremse ziehen. Hallo, aber. Oh. Aber rechtzeitig sind wir nach Hause gefahren hier. Fängt gleich richtig an, hier Unwetter zu geben, wa? Alter, Diorit sieht jetzt auch cool aus. Da, mit dem Mund. Wow. Wow. Nice. Die Ressourcenpacks, die ich benutze, ist immer im Livestream mit drin von Minecraft. Die Links sind dazu drin. Die habe ich jetzt identisch auch hier genommen. Damit es ja so ein bisschen widerspiegelt. Da ich aber hier ein bisschen mehr Mods nutze, gibt es natürlich bestimmte Steine, die halt eben hier nicht gehen. Ach nee, das ist Underground Biomes Constructs. Das wäre vielleicht auch nochmal interessant zu wissen, ob es davon noch was gibt. Das wäre dann wiederum nur eins, was ich hier nutzen könnte. Oh, guck mal, das ist hier der Marmor. Der ist auch interessant. Ja, nicht schlecht. Wie sieht's hier aus? Ganz schön kahl. Hier hätte ruhig mal ein bisschen wachsen können. In der Zeit, wo wir nicht da waren. Aber es tut ihr ja nicht, ne? Nein, tut ihr natürlich nicht. Ganz schön schlimm mit euch. Oh. Bruchstein, kleine Bruchsteinziegel, guck mal. Sieht auch ganz anders aus. Da unten ist eine Fackel. Die blubbert durch. Ich glaube, das waren alle. Boah, ist das so ein Unwetter draußen? Guck mal, die haben sich auch nicht geändert. Underground Biomes. Das wäre vielleicht nochmal wirklich eine Überlegung wert, das hinzubekommen. Da die Wege, ne? Oh, ich finde, das hat schon was. Das sieht schon ganz cool so aus. Mir gefallen das. Mir hat das hell auch gefallen, aber dadurch, dass das jetzt so ein bisschen kräftiger ist und alles, ist cool. Seit wann sind denn die Lampen hier anders? Ach, das sind auch geschisselte jetzt. Ah. Ja, cool. Nice. Die sind auch noch nicht gewachsen hier. Was ist das denn? Das ist aber Arbeitsverweigerung. Wenn ich noch Kartoffeln? Hallo? Hab nicht gesagt, dass du die in die Hand nehmen sollst. Wie sieht eigentlich unser Badezimmer aus? Jo, oh. Guck mal, Schüssel, der Teppich. Edel. Edel auf dem Klo hier. Alter Falter. Ich wette, es gibt sogar für DecoCraft noch ein Dings. Ah, ich müsste mir das eigentlich mal aufschreiben und mal danach gucken und suchen. Wenn DecoCraft das auch noch hätte, ne? Lala. Wartet mal, ich habe hier einen Zettel liegen. Was haben wir gesagt? Wir haben gesagt DecoCraft gerade. Und irgendwas mit Underground da. DecoCraft. Vielleicht haut das beim nächsten, übernächsten, über tausendsten Mal rein. Ich wollte ein bisschen Kartoffeln oben reinhauen.